Wir sind auf der Welt der kleinen Bahn und wir sind jetzt bei Lemiso. Und da ist das Lee von Lemiso. Der Stefan Lehmann, genau. Genau, der Stefan Lehmann. Das sind eure Eigenprodukt-Dioramen sozusagen. Genau, die Dioramen sind entstanden, um die Schmalspurbahn in E in Szene zu setzen, um Fotos machen zu können. Ist noch gar nicht auf dem Markt, soll aber dieses Jahr rauskommen. Und das sind sozusagen unsere Handmodelle, Messemodelle dafür. Fertigt ihr auf Bestellung oder verkauft ihr, was auf Lager ist? Wir verkaufen, was auf Lager ist, alles, was im Shop verfügbar ist. Ist auch wirklich gekauft, da. Das ist ja sehr positiv schon mal, dass man nicht diese eine Jahre Wartezeit hat. Nee, Wartezeit haben wir keine, auch wir müssen schon ganz schön früh spoilern eigentlich. Ja, gut. Wir wissen nicht genau, was dieses Jahr ist. Aber es ist ja was anderes, wenn man es ankündigt und dann ewig nicht liefern oder wenn die Leute schon bestellen und man ewig nicht liefern. Besser, man hat sich schon mal. Genau, sehr verhaftet. Das ist auch mein Kollege Lohmann da drüben zu sehen. Zu dem kommen wir dann noch. Also das ist eher so jetzt hier eure Produktwerbung. Ja. Und jetzt, das ist ja auch noch die Produktwerbung. Die Anlage kennen ja ganz viele schon. Die wurde ja ganz gut gelobt, die war in Stuttgart, glaube ich. Richtig. Letztes Jahr in Stuttgart war dabei. Genau, da machen wir noch ein paar detailliertere Aufnahmen dann danach. Ne? Sehr gern. Besonders putzig ist ja dieser Stern drin. Ja. Aber das hat auch alles der Lohn. So ist es. Hat er sonst nichts zu tun? Ich halte ihn im Rücken, frage ich ihn das Back Office, er kann sich das nicht okay. Das finde ich auch ganz putzig hier. Die zugeschneite Eisfläche, aber dann trotzdem. Zum Eislaufen wird gereinigt. Plus bei den Laternen, da solltet ihr auf unsere Eigenmarken-Laternen umsteigen. Die sind ein bisschen hübscher. Ja, das wäre auf jeden Fall notwendig. Und jetzt, wenn wir weitergehen, dann kommen wir eigentlich zu dem normalen Bereich, also der Modulanlage, die jetzt nicht mehr für euch Werbung macht, sondern. Doch, ist die ganze Anlage so entstanden, dass wir unsere Gipsteile präsentieren wollten, die wir seit 2006 machen. Mhm. Und da hat man angefangen, eben 5% diese breite Module zu bauen, um dann eben Fotos dafür machen zu können. Das ist gerade eins von den älteren Modulen. Und da war der Mann auch gar nicht breit in die Anlage. Und dann hat die Gipsteile noch mehr Zeit und dann noch mehr Lust gehabt. Und dann sind dann eben so Sachen gekommen wie die Mining- und Drehbrücke, die halt vom Zugang zum Davos ist da im Norden und naja, dann kam der Hafen dazu, dann haben wir noch Schiste bewerkt, die heute nicht mit dabei. Das kenne ich auch, aber das ist ein Highlight-Problem. Ja. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, dass hier Zugbeziehungen drauf sind. Ja, das war auch so gewesen, denn wenn man schon mal eine Brücke baut, dann wollte man sie auch gut nutzen können. Und jetzt kommt auch schon wieder ein Zug. Genau, so sieht es aus. Und natürlich können auch noch Schiffe vorbei, wenn die Drehbrücke dann geöffnet ist. Ach, die Schiffe fahren auch? Ja. Können wir das Segelboot mal auslösen, dass es dann demnächst mal vorbeikommt? Danke. Kein Problem. Ich habe jetzt gewartet, bis hier vorne ist. Ja, im Dreh, aber alles klar. Ich sehe das Segelboot. Ich kürze es mal ab. Funktioniert mit Magneten. Nicht Magneten. Nein, verschiedene Module. Ach so? Ach stimmt, das kann man nicht unterbrechen. Ja, deswegen. Aber die Schiffe sind auch toll. Aber das ist ja alles eingebaut, ne? Ja, das ist auch so. Das ist ein Bauwerk. Das hier ist ein chinesisches Kriegsschiff. Aber das sah im Deutschen nicht so unähnlich aus. Auch U35 ist ebenfalls ein Bausatz. Ach so, das sind keine selbstgebauten. Das Segelschiff wahrscheinlich. Ja, Takelage und so hat Lorenz selber dran gemacht. Der hat ja auch früher Holzschiffe gebaut. Und da sind sogar keine Holzschiffe. Das ist auch der Schiff sieht nämlich nicht aus wie ein normaler Bauwerk, weil es so aufwendig gemacht ist mit der Takelage. Das ist schon richtig. Dann haben wir gleich die Schiffe an die Krebe, wenn wir da mal was ausprobieren wollen. Zeit lassen. Wo fährt das Schiff dann hin? Einmal da hinten und zwei von wieder zurück. Verkehrsmittel, die da mit dieser Brücke abgegeben sind. Schöne Sachen. Ja, fliegende Sachen habt ihr ja auch wenn sie nicht wirklich fliegen.
und warum fährt er erst nach hinten? Damit er auf den Bordel fährt, oder? Okay. Eine Runde Picknick. Nach Hause in den sicheren Hafen. Das hält ihn an und er ist da schön geschützt. Bäumchen, Bäumchen. So, was haben wir noch da so im Stadtgebiet? Im Hafen haben wir noch einiges. Elefanten. Der Kai ist ganz schön belebt hier. Also wir haben ein kleines U-Boot, was verladen wird mit Torpedos. Wir haben Elefanten, die hier hinten rumlaufen. Da sitzen Kisten und Kabeltrommeln, die verladen werden. Da ist Halligalli. Und innen drin? Da gibt es recht viel zu sehen. Und drin ist auch was. Da ist hier irgendwie ist da irgendwelche Ballen. Stehen da große Fässer. Ja, ein kleiner Hamburger. Ja, ist Hamburg. Ja alles hier Epoche 2. Ja, mit Tendenz zur Epoche 1. Man sieht auch, wer den Koch findet, kriegt bei uns manchmal eine Überraschung hier. Zumindest ist er schwer zu finden. Aber nur live, also jetzt nicht auf YouTube-Video, da kann man ja auch Pause drücken. Ja. Aber das heißt ja, dass der Koch irgendwo hier der sein Koch muss. Der Koch muss hier, ist noch ein Stück weiter vorne, muss ein Stück runtergehen mit dem Bild. Ja, genau, da rechts im Bild ist der Koch. Ah! Den Koch? Ja, über den reden wir gerade. Über den Koch. Ja, das war der Koch, der Stimme angelt für die U-Boot-Besatzung natürlich. Das ist eine Szene, wo Wäsche getrocknet wurde. Wo war das gleich noch? Ach, die Schiffswand wird auch gerade ausgebessert, neu bemalt. Ist schon ein bisschen die Jahre gekommen. Eine unglaublich gute Anlage. Die Wäsche wird hinten am Schiff getrocknet, hier hinter dem Koch. Da war es, genau. Ich habe Wäsche gewaschen und aufgehört. Ja. Das ist der Boden. Okay, also für alle, die es wissen wollen, wo die am Ende die Zehn hat. Ja, also ein paar Standardbausätze erkennt man ja immer, aber das meiste ist ja wirklich so super und sehr wunderbar. Dann fragen wir ihn nachher einfach mal. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsgenau. Der kann ja auch auf dem Bein fahren. Genau. Und das über zwei Module. Genau. Also, wir hatten das Wendemodul für die Anlage, wo die Züge unten drin stehen. Man kann auch durch die Sichtfenster sehen. Ansonsten hat man natürlich viel Fläche, mit der wir was machen konnten. Und dann kam Lorenz auf die Idee, machen wir doch dann mal einen kleinen Luftschiff. Ich habe den Knopf gedrückt. Ja, das ist LZ sitzen, Luftschutzachsen, darf es noch nicht so. Ja, habe ich als Papiersaugbau. Schreiberbogen. Genau, genau. Zum Sortiment. Ganz toll. Ja. Nicht so nett wie das. Den haben wir. Ja, ja. Genau wie die Halle, die gab es tatsächlich, so wie sie hier ist, in Baden-Württemberg. Und da ist tatsächlich auch das Luftschiff Sachsen mal bei einem Einmal gewesen. Und das passt schon ganz gut. Und heute ist großer Flugtag hier. Hier sieht man es, heute Flugtag. Und deswegen ist hier ganz schön was los auf dem Flugfeld. Also von Leuten auf der Tribüne, einer mit dem Hochrad, ein paar kleine Flugzeuge noch dazu. Die feine Gesellschaft darf nicht fehlen. Und der örtliche Turnverein wurde geholt, um das Luftschiff aus- bzw. einzuhallen. Ah, okay. Das ist hier vorne zu sehen. Das war tatsächlich auch im Original oft so, dass dann starke junge Männer geholt wurden. Denn so ein Luftschiff, das hat ja eine Luftlast von 9,5 Tonnen gehabt. Also es kann schon ordentlich was wegreißen, was heben. Und was wiegt das dann? Das ist leer? Ist leichter als so. Ach so. Ne? Damit sie ja fahren kann. Die fahren ja die. Ist die analog oder digital? Die Anlage? Ja. Ja, dann das Luftschiff. Alles analog. Alles analog. Ja, wir haben nichts Digitales. Respekt, aber ich habe das hier unten gerade die Lichtschranke. Ja, nee, nee, alles analog. Und wir hatten ja auch jahrelang diese kleineren Module, also waren wir vielleicht 10 Meter Strecke nur nebenbei oder eine Weiche. Das ist auch was Besonderes. Hat ja das auch stimmt. Was ist dein persönliches Highlight? Ich mag es wirklich sehr. Und es gibt viele schöne Details.
Ja, aber das ist ein Highlight. Das kann ich gar nicht so benennen. Dann müssen wir Lorenz fragen, weil der hat es ja gebaut. Moment, dann gehen wir jetzt noch kurz zu Lorenz. Wir kriegen da schon noch irgendwann. Hat er klug gemacht. Dann danke. Wir sehen uns noch irgendwo im Hintergrund, läuft es bestimmt noch vorbei. Und shoppen müssen wir noch.